In unseren Nachrichten heute informieren wir Sie über die Straßenbaumaßnahmen an der Schafmühle in Katzweiler, die Vollsperrung der L389 zwischen Otterbach und der Abfahrt Erlenbach, über den freiwilligen Mitmachtag, über den Dank an die Helfer der Testzentren und über die Wahlen des Verbandsbürgermeisters. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Katzweiler, Bahnübergang Schafmühle. Die Brücke über die Lauter an der Schafmühle in Katzweiler ist weitgehend fertiggestellt. In den nächsten Wochen muss noch die Schrankenanlage aufgebaut werden. Auch die letzten Arbeiten für die Werke der Verbandsgemeinde werden noch vorgenommen. Wir hoffen, dass die Bahn ihre letzten Arbeiten noch in diesem Jahr abschließen und den Bahnübergang freigeben kann. Fahrbahnsanierung zwischen Otterbach und Abfahrt Erlenbach. Wie der LBM mitteilt, wird ab dem 25. Oktober die L389 zwischen Otterbach und der L387 Abzweig Erlenbach voll gesperrt. In diesem Bereich wird die Fahrbahn komplett saniert. Gleichzeitig wird die Deckschicht des parallel verlaufenden Rad- und Gehweges zwischen Otterbach und Otterberg auf einer Länge von ca. 1,7 km erneuert. Die voraussichtliche Dauer der Maßnahme beträgt etwa 3 Wochen. Die Umleitung verläuft aus Otterbach kommend über die K62 und die K12 bis Kaiserslautern und weiter über die L387 über Mallautern und Erlenbach nach Otterberg. Die Umleitungsstrecke ist in beide Richtungen befahrbar. Der LBM Kaiserslautern bittet um Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern für die Beeinträchtigung während der Baumaßnahme. Freiwilligen Mitmachtag wird zu großem Erfolg. Der Freiwillige Mitmachtag, eine Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, wurde bei schönstem Wetter zu einem großen Erfolg. Zusammen mit Sabine Becker von der Staatskanzlei konnte ich zusammen mit dem Organisationsteam Jasmin Wendel, Christoph Hübel und Margarete König alle Projekte besuchen und Essen und Getränke vorbeibringen. Viele Bürgerinnen und Bürger waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich an dem Aktionstag bei zahlreichen Projekten beteiligt. Unter dem Motto, was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen, konnten viele Ideen an und für Schulen, auf Spielplätzen und in Ortsgemeinden umgesetzt werden. Mit einem Helferfest konnten wir uns bei allen ehrenamtlichen Helfern und Organisatoren bedanken. Gemeinsamer Abschluss für die ehrenamtlichen Helfer der Testzentren. Im Rahmen des Helferfests konnte ich mich auch bei den rund 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedanken, die das Angebot der zahlreichen kommunalen Testzentren ermöglicht hatten. Mit einem Aufruf auf Facebook im Frühjahr hatte ich um Unterstützung beim Aufbau einer Teststruktur gebeten und die Hilfsbereitschaft war überwältigend, sodass wir in vielen Ortsgemeinden ein Angebot unterbreiten konnten. Mein besonderer Dank galt dem Organisationsteam mit Jan Mohring, Jürgen Metzger, Christoph Hübel, den beiden Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung Udo Kraus und Dominik Dröster sowie den Organisationsleiterinnen und Organisationsleitern, die das jeweilige Testzentrum vor Ort koordiniert hatten. In Form einer Dankurkunde für jede Helferin und jeden Helfer würdigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer deren ehrenamtliches Engagement. In ihrem Namen konnte ich die Urkunden der Staatskanzlei und ein kleines Präsent überreichen. Freies WLAN an der Sonnenuhr. Mit Unterstützung freiwilliger Helfer der Gruppe Freifunk Westpfalz konnten wir nun an der Sonnenuhr auf dem Reiserberg zusätzlich ein freies WLAN für alle ermöglichen. Dies war möglich, da mittels des Solarkühlschranks und der darauf befindlichen Photovoltaikanlage genügend Strom für einen Router mit erzeugt wird. Herzlichen Dank an die Helfer. Wahlen des Verbandsbürgermeisters. In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wird am 24. November der Verbandsbürgermeister neu gewählt. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie wählen. Sie können am 24.11. im Wahllokal wählen oder dies bereits per Briefwahl vorab erledigen. Die Wahlbenachrichtigungen wurden bereits verschickt und müssen Ihnen schon vorliegen. Auf der Homepage der Verbandsgemeinde finden Sie den Link zur Beantragung der Briefwahlunterlagen.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie keine Nachrichten mehr verpassen wollen, und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.